Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sabatin und heute gucken wir uns einmal an, was die besten Decks des Formats sind, welche Decks auf der Extravaganza getoppt haben und wir gucken uns einmal unser Meta an. Ich werde am Ende der Woche, am Samstag, eine Meta-Tierliste machen, wo diese ganze Extravaganza hier so ein bisschen zum Thema genommen wird, also können wir da gespannt sein, es wird nämlich auch ein bisschen mehr Decks umfassen wie das letzte Mal. Bevor wir das machen mit den Decklisten, Headspace. Abo da lassen für den Channel, denn da werdet ihr nichts mehr verpassen von meinem Yu-Gi-Oh! Content, denn das wollt ihr nicht verpassen und Like da lassen, Leute, für das Video Like da lassen. Hier ist einmal kurz der Breakdown erstmal von den Decks, die gespielt wurden. 157 Teilnehmer, nicht so krass wie beim letzten Mal, aber viele hatten ja schon den Invite, deswegen haben sie nicht viel mitgespielt. Auf jeden Fall 157, not bad. Wir hatten 43 Tri-Brigade-Spieler. Bruder, 43, das ist halt richtig heftig. Dann 16 Drytron, 16 Evoked, 9 Dragonlink, ganz weird, dass das weniger geworden sind. 9 Dinos, 9 Elchlich, 7 VW, 5 Zoo, 5 Subterra, 4 Prankets, 4 Phantom Knights und 30 andere. Erstmal ganz kurz, Shoutouts an Julian. Von den 4 Phantom Knight Decks, einmal in die Top 92 geschaffen. Respekt. Der Topcard sieht wie folgt aus. Und ja, wie wir sehen, 5 Tri-Brigade, stark, richtig stark. 3 Drytrons, heftig. 2 Subterra, auch interessant. 2 Dragonlink, 1 Earth Machine, 1 Zodiac, 1 Dinos und 1 Dogmatiker Invoked Shadol Deck. Können wir jetzt nehmen, wie wir es wollen. Wir gehen einmal rüber in die Decklisten. Platz Nummer 16 hat hier der Kai C. Guter Name, by the way. Mit Drytron belegt. Und wir können ja einfach mal gucken, ob es bei den Decklisten was Interessantes gibt. Denn ich habe ja selber Drytron mal ausprobiert und habe da auch einen Deckprofil dazu gemacht. Wenn ihr das sehen wollt, da oben ist ein Link zu, wenn ihr mal gucken wollt. Und ich gucke mir mal die Liste einmal an. Erstmal ganz kurz, er hat sich entschieden, anstatt die Megalith-Variante, das mit den Cyberengeln zu spielen. Was man auch machen kann, es braucht halt einen Platz weniger. Dadurch kann er das andere Drytron-Monster spielen, was an sich ziemlich gut ist, denn es ist eine gute Karte. Und das gibt einem so ein bisschen mehr Space dafür. Aber wir sehen hier, Droll im Main-Deck, das ist ziemlich gut ist, halt gegen Drytron und gegen Dinos und gegen Dragonlink, was halt ziemlich gut ist. Wie gesagt, Idaten und Natasha sind dafür da, um halt die Ritualtasse zu recyceln, um halt Monster wegen zu klauen, das ist halt ziemlich gut. Und Ash, generisch. Und wir sehen hier auch einen Coldplay. Also Foolish finde ich weird. Ich glaube, ich verstehe warum. Es ist für Gamma, aber ich finde Foolish nicht so gut. Da hätte ich lieber wahrscheinlich ein drittes Pre-Prep gespielt. Aber an sich ganz gut. Das Main-Deck an sich ist ziemlich, ich sag mal, Standard. Ne? Du hast halt die Diviners, du hast die Namen, die du brauchst, um zu spielen. Und halt den Anzahl von den Feen, die du brauchst, plus Ultimateness und halt ein paar Konstanzkarten. Ein Ritualspin, ein Feedspiel finde ich interessant, weil das mal so auf 2 gespielt wird. Aber grundsätzlich halt kann man das so machen. Und das Ex-Deck finde ich ziemlich gut. Access Code und Apodosa beide mit drin zu haben, das ist echt gut, habe ich auch gemacht. Und das spielt 2 Move mit der Fafnir, was ich persönlich nach dem letzten Event interessant finde, weil das haben viele Imperium gespielt und er ist zweiter auf jeden Fall nicht verkehrt und er hat Down für Zeus gespielt, auch interessante Variante, habe ich auch gemacht. Zeitig, auch da die Lancia drin und Bell für Tri-Brigade, auf jeden Fall eine gute Variante und wir sehen immer mehr Twin Twister als Chamber Spell Trap Move Karte, weil das Discarden ist jetzt nicht wirklich schlimm für das Deck. Kommen wir zu Platz Nummer 15. Joa, das ist interessant, das ist pure Tri-Brigade. Strong, strong. Und er spielt dann auch Simorgh im Extra-Deck, nur damit er den Apex Avian machen kann. Interessante Variante, auf jeden Fall 3 Revolten, 3 Trap Tricks, 3 seine Mishes, Order in Main, 2 Impermanence. Weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Weiß ich nicht. Wir haben auch hier ein Foolish drin, kann man so machen, du hast ja nicht wirklich Extender, weil du halt keine Zodiac spielst. Dafür hast du halt Gamma, dafür den Omega im Extra-Deck. Halt 2 Double Dragon Lords, das ist eine coole Variante, weil du halt den Space hast, weil du die Zodiacs halt nicht brauchst. Weil dafür hast du halt das Second Turn Play nicht mit Zeus. Ne? Und ich spiele einmal das Erdemonster, was halt vom Gegner Monster holen kann. Dann kann man einfach auf den Access Code Talker gehen. Ja, kann man legit so machen. Und im Side-Deck Dark Simorgh. Gute Karte. Nächste Deckliste. Platz Nummer 14, Dragonlink. Und das ist eine Standard-Deckliste. Also Max hat da für mich gut gebaut. Ne? Das Einzige, was man vielleicht noch erwähnen könnte, er spielt eine Maid und zweimal die Fallenkarte. Das könnte man vielleicht nur sagen, man spielt 2 Dark Ruler im Main Deck und Gamma. Gamma ist auch interessant, aber ansonsten ist das eigentlich sehr, sehr standardmäßig. Contact Sea im Side Deck ist auch interessant, aber ist nicht unbedingt groß innovativ. Aber es mal so. Dann haben wir noch einmal Tri-Brigade Zodiac.
auch ein 42-Karten-Deck. Jolly Main-Deck finde ich gut. Ash Main-Deck finde ich auch gut. Strike finde ich persönlich auch ziemlich stark. Monster Reborn, in dem Deck fühle ich das nicht so. Cold kann man auf jeden Fall spielen, das ist eine gute Karte. Und auch da sind wir 3 Impermanence. Wie gesagt, Impermanence bei dem Turnier viel gespielt. Und Psytech solide mit Bell, mit Lancia, mit Judgment. Judgment bin ich so ein Fan von, weil ich das einfach finde, dass es zu viel Damage ist, wenn du halt Mirror Match bist zum Beispiel. Und ich finde CC auch als Main Deck Karte nicht ganz so stark. Also für das Deck hier selber. Und er hat die Ferrigit ausgetauscht für Beerbrom. Kann man so machen. Habe ich auch gemacht, als ich das Deck nochmal gebaut habe. Ich habe ja ein anderes Deck gespielt. Wenn ihr das jetzt im Video von Dienstag gesehen habt, wisst ihr, was ich gespielt habe und dass ich da extrem verkackt habe. Platz Nummer 12, Guru. Und das ist Guru Dragoon. Ja, mit Prosperity und Extravagance. Was soll ich dazu sagen? Das ist halt ein Stun-Deck. Es spielt Phantasmen noch mit drin für ein Drachentarget. Why not? So, kann man halt machen. Nein, nicht für ein Drachentarget. Nicht dumm. Aber er ist halt drin, um halt die Karten zu ziehen, die man braucht. Kollidiert halt mit Prosperity, aber mein Gott. Dann Guru, Phoenix 3, eine Archer. Die Endrip ist halt gut, weil die einfach so vieles outet. Und die Trap-Lineup ist auch gut. Zwei Judgment fühle ich jetzt halt nicht so, aber kann man halt machen. Und im Side-Deck halt Summon Limit und Waken the Dragon. Ja. Und er spielt hier auch Strike Ring. Ob er die Combo spielt, die Kali Effect auch gespielt hat, denn die funktioniert so nicht. So, Platz Nummer 11 ist Shadol Invoked Dogmatica. Gibt es da irgendwas Interessantes zu sagen? Zwei Lanzen im Main finde ich erstmal interessant, aber macht für das Format ja Sinn. Super Boli hatte das extra Deck, ja, er hat das Target mit dem Marimat Dragon, der outet im Endeffekt das Drive from Board halt nicht. Weil wenn die halt Ultimate liegen haben, plus Beatrice und. Also das finde ich zu wenig Outs für Drytron. Also nicht so viel. Ich spiele auch die 2 Handrip Ratios, weil er auch die 2 Lanzen im Main hat und die 3 Bell. Interessant, er spielt auch den, den 5 Götterdrachen im Side Deck für die Super Boli. Fühle ich auf jeden Fall. Ja, interessante Liste. 44 Karten, nett nicht sein müssen. So, ja, weiß nicht. Bin ich kein Fan von. Aber Erfolg gibt ihm recht, ne? Der Chor. Dann Jada. Sehen wir hier einmal mit Tribigate mit 45 Karten. Bruder, warum brauchst du denn 45 Karten, Mann? Okay. Lanze, Droll, Ash, Desires, Gold. Du hättest wirklich legit Trap Trick und deine Mistress cutten können. Und dann hättest du halt 41 Karten gespielt. Und halt auf vielleicht auch noch. Weil auf in dem Deck halt nicht ganz so stark ist. Aber ja, okay. Extra Deck. Perfektes Extra Deck. Würde ich genauso spielen. Kann ich nichts zu sagen. Side Deck. Solide. Gutes Deck. Dann haben wir hier nochmal Zoodiac. Interesting. Also Pure Zoo. Mit Zeus logischerweise auch. Book of Moon hier drin. Ist von der Idee gar nicht mal so blöd, weil du den, theoretisch damit, wenn du halt First gegangen bist, den Pfaffen getargeten kannst, damit die nicht Ritual beschwören können. Das ist halt nicht bad. Oder nicht so viel Ritual beschwören können, sagen wir es mal so. Hätte ich wahrscheinlich aber trotzdem lieber Impermanence gespielt als Book of Moon. Ja, wobei Book of Moon trifft auch Prankets, also gibt es da auf jeden Fall so ein paar Doppelungen. Alpha Manic finde ich auch irgendwie interessant. Dann die Lightning Storm plus halt das da im Main, also der wird auf jeden Fall Second gehen. Ja, hätte ich trotzdem nur Impermanence gespielt. Also ich jetzt persönlich. Side-Deck ist komplett auf First ausgerichtet, wenn er wirklich halt gezwungen wird, First zu gehen. Kann auf jeden Fall da ein bisschen Stuff machen. Extra-Deck, nichts Wildes dabei, vielleicht ist Earth-Shammer. Kann man nochmal erwähnen. Dann haben wir Dino-Scrap. Echt getoppt, crazy shit. 2 Akku macht in der Liste sogar Sinn, weil man den halt eher als Combo-Piece braucht und halt viel Draw gespielt wird, dass man halt da mehr als 100. Ich persönlich bin immer noch Fan davon, einen zu spielen, weil er halt ein Brick ist, wenn man ihn sieht, vor allem jetzt mit dem Mavericks, die du reingepackt hast. Weil er spielt halt beide Bricks, er spielt Chimera und halt den Golem. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Aber ansonsten ziemlich solide, ansonsten Standard-Dino-Liste, 3 Misk, 3 Ovi, diesmal 3 Babys, weil halt der Scrap Raptor die auch schießen kann, das ist halt ziemlich gut. Und im Extra-Deck Duck dann noch. Genau für die. Und er spielt die Combo mit Griffin. Auch ziemlich solide, kann man jetzt nicht so sagen. Ah, deshalb spielt er den Golem. Ja, okay. Das macht dann halt schon Sinn, dass man Golem, Chimera und dem Scrap Raptor dann auf Curious gehen kann und dann kann man halt hochlinken zu Griffin. Okay, cool. Cool, cool, cool. Und dann haben wir den Sven hier mit Dragonlink. Das ist, glaube ich,
1 zu 1 die gleiche Liste wie das andere Dragonlink Deck. Oder? Also ich glaube, es ist nicht 1 zu 1, wenn ich, oder doch, ich glaube 1 zu 1, ne? Max und Sven? Doch, ich glaube, es ist 1 zu 1. Ich glaube, es ist 1 zu 1 dieselbe Liste. Ja, gutes Deck. Haben wir wieder Tri-Brigade Zodiac. Wieder mit Foolish im Main. Fühle ich nicht, fühle ich gar nicht. Ich würde dich wirklich, also würde ich wirklich cutten. Dann spielst du 40 Karten. Ich glaube, dann ist dein Deck sogar besser. Die zwei Revolten kann man machen jetzt mit Beardrum. Wobei ich immer noch ein Fan habe, den 3 zu spielen. Skullmaster würde ich wirklich auch nicht spielen im Vergleich zu Bell aktuell. Weil Bell halt die Revolte aufhalten kann. Das finde ich, glaube ich, aktuell wichtiger. Und TT, auch da wieder interessanter Pick. Aber finde ich jetzt nicht ganz so gut. Aber hat sich ja für guten Christian hier gelohnt. Haben wir den guten Klaus, ebenfalls mit Tri-Brigade Zodiac, also auf jeden Fall auch in den höheren Tables, richtig, richtig abgeräumt. Und er hat zwei Lanzen im Ende gespielt. Wild. Richtig wild. Und zwei Wähler. Wähler und Impermanence auf jeden Fall deutlich mehr vertreten. Wegen halt Tri-Brigade, wo man da ganz gut spielen kann. Und halt Nibiru im Main Deck ist auch schon krass. Wow, das ist ein gutes Deck. Das ist ein gutes Deck. Ex-Deck, exakt dasselbe. Side-Deck, gut. Kann man wirklich genauso machen. Haben wir Yannis mit Drytron auf Platz 4. Viele Drytrons auf jeden Fall. Also drei Stück haben getoppt, ne? Und auch das ist die Variante mit Idaten und Natasha. Hat sich aber hier für zwei Ritualspets entschieden. Was ich halt in der Variante nicht verstehen kann, ich habe das Gefühl, dass es mit den Cyberengeln nur eine nötig ist, weil du kannst hier wieder recyceln, ne? Ich spiele aber auch zwei Mubeter und den Blackrod Spray spielt er auch hier. Ich glaube, das ist so. Ja, ansonsten, der Rest ist halt ziemlich gut. Also kann ich wirklich nicht so sagen. Ich würde vielleicht anstatt Ash eine andere Handjab spielen. Vielleicht doch eher Wähler aktuell. In so dem Drytron. Weil ich spiele jetzt schon Droll. Aber auf jeden Fall gegen Rogue Matchup ziemlich gut. Platz Nummer 3 ist Earth Machine. Ich bin ja so ein kleiner Experte, was das angeht. Und das ist eine ganz solide Deckliste. Das Einzige, was ich halt nicht fühle, ist halt Brocklet. Du spielst halt 40 Karten. Aber man kann das halt machen. Weil du halt Ghost Second nicht so viele Optionen hast, Board zu brechen. Aber ich bin trotzdem kein Fan von Drop It in den Deck, weil du halt generell schon viel Minus gehst und dann machst du eine Karte, die halt noch mehr Minus geht. Das finde ich halt nicht ganz so gut, aber der dritte Platz gibt die mir recht, scheint für ihn ja gelaufen zu sein. Ne? Das Side-Deck finde ich auch ein mega Bild. Mit hier die einen Karte als One-Off zu spielen, finde ich interessant. Die drei Lanzen und natürlich die Kombo mit Ariel. Okay. Aber wie holst du denn Ariel? Kann euch mal jemand sagen, wie zum Teufel schickt der Ariel auf den Friedhof? Also es erscheint sich für mich halt kein logischer Sinn. Und ich sehe jetzt, er spielt eine Trap Trick. Bruder, da ist er auf jeden Fall spicy, ne? Aber schreibt mir in den Kommentaren da, wie er die Ariel triggern kann. Würde mich mal echt interessieren. Weil Ariel ist halt ein Cycle-Monster, das hat halt keine Synergie. Und die triggert aber keinem der Effekte. Außer, okay, deine Mishes. Aber willst du wirklich halt für deinen Mishes-Effekt Ariel reinsiden? Weil das ist das Einzige, was man kann. Das heißt, du musst dich dafür hard drawn. Weiß ich nicht, ob das so krass ist. Platz Nummer 2. Ilian, das ist so ziemlich die gleiche Deckliste, die er letztes Mal gespielt hat. Diesmal war er ein bisschen erfolgreicher. Eine Sache, die mich persönlich halt mega stört, und das kann ich auch einfach nicht verstehen, warum sidet man in einem 60-Karten-Deck eine Mine? Die zweite Superpole ist auch okay, kann man machen, aber ist halt so, dass halt zwei Kopien davon. Weiß nicht. Also die Deckliste auf jeden Fall wild. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Kommen wir zum Sieger. Das ist einmal Tim. Tim hat die letzte Extravaganza auch schon gewonnen. Das letzte Mal mit VW. Jetzt mit Drytron. Und er hat sich auch hier für die Cyber-Engel-Variante entschieden. Sie ist einfach in sich weniger Space. Er hat aber nicht das Drytron Ritualmonster gespielt, sondern er hat sich entschieden, dafür die Instant Fusion zu spielen. Für die Protection. Was in Retrospekt wahrscheinlich auch die klügere Idee gewesen ist. Ich habe mit Tim schon ein bisschen gesprochen gehabt und er sagte mir, dass er wahrscheinlich zwei Mubita spielen wird und dafür den Black Rose cutten möchte oder so. Ist glaube ich auch eine ganz gute Idee. Dann Mystic Mine ist halt ein Auto-Win gegen manche Decks, wenn die halt da nichts reingesetzt haben. Also vor allem gegen Tribe ist das richtig gut. Dragon ist sehr interessant. Hat er mir selber auch von erzählt, dass das so ein Tag ist, die er selber quasi gemacht hat und dass viele adaptiert haben. Ist auf jeden Fall das Deck richtig gut, weil wenn ihr damit einen Jolo oder sowas erkauen könnt, dann spielt ihr durch. Der Gegner kann euch eurer Hand eigentlich nichts klauen, was ihr wirklich braucht. Deswegen ist das eine ganz gute Idee. Und Twinfister im Main, weil er sagte zu mir, dass halt auf der Extravaganza meistens sehr, sehr viel Backrays rumrennen. Auch da wieder guter Pick, guter Call quasi an der Stelle. Und ja, gibt ihm hier auch recht, ne? Er ist ja gewonnen und das in Folge.
Und das waren sie auch schon, die Decklisten zur Extravaganza. Das ist also ein aktuelles Meta. Wenn ihr wissen wollt, wer bei der UK Extravaganza gewonnen hat und was da gespielt wurde, und ist der Link zu Raid & Trade, zur Facebook-Seite, wo ich die Seiten jetzt auch her habe. Könnt ihr das mal nachgucken. Es hat übrigens wieder der YouTuber gewonnen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich glaube, Vlad ist das, der gewonnen hat mit Tribegate Zodiac. Ausschaut seine E-Nummer. Aber ich gucke mir direkt das nicht an, weil ich finde UK ein bisschen weird. Und die hatten auch wieder ein kleineres Event, das ist knapp 100 Leute. Also wirklich so eine Regional-mäßig auch. 157 ist auch eher so Regional-Größe, aber 104 ist ja halt nochmal weniger. Ne? Schade eigentlich. Okay, dann war es mit dem heutigen Video. Werd Like da lassen für weiteren Content. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, oder rein. Ciao, Leute. No? Okay.